Babys hatten Hüpfeszeit und die beiden sind schon wieder reingekommen. Und Emmy sieht so süß aus auf dem Teppich. Zum Mittagessen habe ich mir einen Salat gemacht mit Spinat, Gurke, Karotte und dazu gibt es noch Brot mit Butter. Erik sitzt auf dem Thron. Er hat übrigens die Noppel rausgemacht, die da an dieser Schüssel mit dran sind unten. Zwei Stück. Und dann hat er den einen Noppel fast komplett zerstört. Ich habe es jetzt mal wieder reingesteckt, so gut es geht. Also hier die Dinger meine ich. Ich glaube, das ist der, den er zerfressen hat. Weil eigentlich sehen die so aus. Und er hat halt einfach mal ein Loch reingemacht. Wer steht denn da vor der Tür und wartet? Unser Lottchen. Dieser Blick wie im Urlaub in den Bergen. Was ist das jetzt? Das ist so typisch, das krieg auch nur ich zusammen. Ich bin müde. Ich bin heute richtig, richtig, richtig müde. Könnte auf der Stelle einschlafen. Aber das Wetter ist heute irgendwie perfekt. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Und die Sonne scheint nicht so direkt. Das heißt, es knallt auch nicht so runter. Ich habe gut was für die Babys gefunden. An frischem Grün. So, ich muss erstmal was trinken. Bei mir gibt es heute zum Abendessen Kartoffeln mit Lauchgemüse. So, glaube ich, könnt ihr es ganz gut sehen. Und ich mache meine Soße, bei der ganz oft gefragt wird, wie ich die mache, und ich zeige euch das heute einfach nochmal. Als allererstes dünste ich meinen Lauch an. Ich habe mir jetzt noch Zucchini mit reingeschnitten, kann man natürlich je nach Geschmack machen. In Wasser und Gemüsebrühe, die habe ich jetzt noch nicht mit reingegeben, damit ich euch den Schritt quasi zeigen kann. Ich habe keine genauen Mengenangaben, sondern mache das eigentlich wie meine Mama nach Gefühl, nach Kopfrezept. Also einfach als allererstes den Lauch in Gemüsebrühe andünsten. Und dann kommt Pfeffer mit dazu, also halt würzen nach Geschmack. Ihr könnt an Würze verwenden, was euch halt schmeckt und was ihr gerne mögt. So, und was es besonders macht, ist ein Schuss Apfelessig, wenn ihr den mit in den Lauch gebt. Einfach so viel, wie ihr mögt, so viel, wie euch schmeckt. Ich mag es immer gerne, wenn es so einen leichten Essiggeschmack hat, finde ich richtig lecker. So, also das Ganze wird angedünstet. Und dann gieße ich mein Lauchgemüse mit einem Becher Sahne auf. Und dann kommt jetzt die Zutat, wo viele wahrscheinlich denken werden, oh mein Gott. Aber dadurch schmeckt es halt richtig gut. Und zwar gebe ich da jetzt noch Ketchup rein. Verrühren. Noch Salz dazu und das lasse ich jetzt einfach so vor sich hin köcheln, also das muss so richtig aufkochen, die Soße, also Deckel drauf und das Ganze aufköcheln lassen. Als Vorspeise gibt es einen Apfel. Babys sind auch gerade am Abendessen, die anderen beiden sind noch im Schlafzimmer.
Die Lotte hat's gemerkt. Fehlt nur noch einer. So, Holly schnarcht. Vielleicht hört ihr es im Hintergrund. Und ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Paprika-Gewürz rein. Dieses Mal wirklich Paprika und kein Zimt. Wie bei meinem Rührei letztens. So, dann verrühren. Und Kartoffeln habe ich schon mal geschält. Apfel habe ich auch schon gegessen. Und dann gebe ich das drüber. Und ihr könnt je nach Belieben, je nachdem, was euch schmeckt, je nachdem, wie ihr es mögt, könnt ihr zum Beispiel noch Parmesankäse oder Gouda drüber reiben. So, ich hoffe, das klappt jetzt mit Kamera in der Hand und in der anderen Hand die Dingens da. Ich habe für zweimal gekocht, also das heißt einmal für heute und das gibt es morgen dann noch. Morgen mit Nudeln. Ursprünglich, glaube ich, waren es sogar meine Lauchnudeln. Ich habe das schon so oft gekocht, habe es euch auch schon so oft gezeigt, aber wie gesagt, das ist lange her. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es mit Kartoffeln eben auch ganz gut schmeckt. Also ihr könnt es mit Kartoffeln kochen, mit Nudeln, Reis, weiß ich nicht, wenn jemand Reis mag. Also ich würde Kartoffeln empfehlen oder eben Nudeln. Und ich habe jetzt die Qual der Wahl, gebe ich Parmesan oder Gouda drüber oder vielleicht beides. Erstmal Butter für die Kartoffeln. Ich habe mich jetzt für Parmesan entschieden, weil ich keine Lust hatte, den Gouda zu reiben. Und die Parmesantüte war schon offen. Und dann fiel dieser Riesenklumpen raus und dann war fast nichts mehr in der Tüte. Deswegen habe ich jetzt einfach alles, was noch in der Tüte war, drüber geschüttet. Hier einmal meine Butter. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Guten Appetit! Hier wird gekuschelt. Bruno macht sich aus dem Staub. So süß, wie sie ihre Köpfchen aneinander schmiegen, die zwei. Als Nachspeise wartet noch dieses kleine Osterhäschen von Ostern auf mich. Ich habe eine neue Serie angefangen gestern. Und zwar, wer hat Sarah ermordet, heißt sie, glaube ich. Also irgendwas mit Sarah. Und es geht halt darum, dass die gestorben ist und Jahre später... Ja, ich bin bei der ersten Folge, kann noch nicht so viel dazu sagen, aber die war auf Platz 1 bei Netflix und deswegen glaube ich, könnte sie gut sein, hoffe ich zumindest. Und ja, ich lasse mir jetzt meine Nachspeise schmecken. Bis morgen, ich freue mich auf euch. Tschüss!